Wir machen das Politnavi-Dingsbums. Ich weiß, dass mir auf jeden Fall ganz viele Leute entfolgen und folgen werden. Seid ihr bereit, Chat, um ihre Verortung im politischen Spektrum bestimmen zu können, müssen sie Stellung zu insgesamt knapp 40 Positionen bzw. Fragen beziehen. Nutzung ist selbstverständlich anonym. Religion und Staat sollten strikt voneinander getrennt sein. Ja. Definitiv. Ich finde es sehr schwierig, die gesamte Religion, es ist nochmal was anderes, die Werte aus einer Religion zu übertragen auf einen Staat, statt die ganze Religion an sich. Wisst ihr? Und ich sehe da keinen Mehrwert drin. Ich würde unheimlich gerne mal mit einem Christen darüber reden, weil ich weiß, ich klinge immer sehr so Antichrist. Wait. Ich klinge immer so nach Antichrist. Ich klinge immer so nach Antichrist. Ich bin ein Kritiker. Von jeder Religion, also nicht von jeder Religion, aber zumindest von denen, die groß sind und mir auffallen. Ich kritisiere das Christentum, vor allem so, wie ich es erlebt habe und so, wie ich Leute erlebe, die dem angehören. Und da das eben angeblich, also wir müssen uns ja nicht selber belügen. Christentum hat für uns in Deutschland irgendwie null Wert. So, auch wenn wir hier die CDU haben, es hat null Wert. Wo seht ihr bitte, dass die Partei christlich ist? Ist voller Bullshit, oder? Wenn ich an der Macht wäre, ich hätte absolut keinen Bock darauf, dass sich Leute für Geld im Monat offiziell als christlich eintragen können. Das ist Bullshit und für mich ist das einfach eklig. Leute, die kein Geld zahlen möchten, können sich nicht offiziell als Christen eintragen. Und genießen auch nicht die Vorteile. Ich hatte jemanden im Chat, das war Unheil. Unheil meinte, seine Eltern oder er, die Familie, sie können der Kirche nicht austreten, weil sie sonst das Land verlieren, das sie haben. Ich finde das Konzept super krank, weil das für mich gegen alle Konzepte einer Religion spricht. Jede Autorität sollte hinterfragt werden, außer meine? Ja, immer. Solange die Menschen denken können. Gehen wir zur nächsten Frage. Die Aussage, jeder ist seines Glückes Schmied ist noch aktuell. Ja und nein. Ich sag's mal aus meiner Sicht. Ich komme aus einer armen Familie. Und jetzt gehöre ich angeblich laut einem Internetrechner zu den 0,1% von Deutschland, vom Verdienst her. Ich kann jetzt sagen, ja, ich bin meines Glückes Schmied. Du musst nur hart genug arbeiten dafür. Aber so leicht ist es nicht. Wir leben im Kapitalismus. Und wenn du aus einem Haushalt kommst, wenn du aus der Unterschicht kommst, dann hast du sehr viel mehr aufzugeben. Du hast sehr viel mehr aufzugeben im Kapitalismus. Das ist das Schlagwort. Wir leben im Kapitalismus. Und wenn du wirklich aus einer armen Familie kommst, dann musst du alles aufgeben, was du hast. Du musst riskieren, dass du auf der Straße landest oder wieder zurück zu deiner abusive Familie musst, wenn du es nicht schaffst. Du musst 24/7 arbeiten. Mehr als jeder andere. Mehr als jemand, der aus einer reichen Familie kommt. Mehr als jemand, der sagt, oh, wenn ich scheitere, dann habe ich immer noch meine Familie, die mich auffängt. Oh, wenn ich scheitere, habe ich immer noch meine Wohnung, die Papa mir zahlt. So, ich war auf der Schauspielschule. Soweit ich weiß, war ich das einzige Kind, das keine Unterstützung von den Eltern bekommen hat. Alle anderen waren irgendwie so, ja, hier sind meine neuen Sneaker für 300 Euro oder Yeezys oder so heißen die. Und ja, also mein Papa, der zahlt mir die Wohnung, aber das Essen muss ich mir selber kaufen. Oder, ja, also ich darf bei meiner Tante wohnen, aber... Und, oh, da war noch ein ganz besonderer Fall. Der hat mir gesagt, ja, also, ich habe ja auch nur 11 Euro am Tag fürs Essen. You what? 11 Euro am Tag für Essen? Du kannst basically jeden Tag auswärts essen damit. Und ich habe ihn angeguckt, so, Bro. Ich glaube, ich war damals noch nicht mal im Stream oder so. Stream hatte mir damals, by the way, eine Wohnung gerettet. Also, Stream hatte mich damals wirklich gerettet. Es war unheimlich schwierig. Ich würde sagen, ja, ganz neutral gesehen, wenn wir in einer neutralen Welt leben würden. Aber wir leben nicht in einer neutralen Welt. Wir leben in Kapitalismus und da ist es halt nein. Menschen sind eher aufgrund ihrer sozialen Klasse entzweit als aufgrund ihrer Nationalität. Ja. Natürlich. So, das verstehen Leute nicht, weil Leute sagen immer generell, dass Migranten zum Beispiel generell irgendwie, das ist wieder so ein Ding. Leute, also, der Grund, warum viele Migranten halt so komplett außen vor scheinen und wie so eine komplette Parallelgesellschaft irgendwie wirken, ist halt einfach, weil du als arme Person erstens, wenn du kein Geld hast,
dann wohnst du schon mal in bestimmten Stadtteilen. Aufgrund dessen gibt es irgendwelche Viertel in Großstädten, die als Ghetto bekannt sind, weil halt Familien vor allem zuziehen, die kein Geld haben. Und jetzt gehen wir nochmal auf die Flüchtlingskrise zum Beispiel zurück. Meine Mutter kannte jemanden, der jemanden kannte, der jemanden kannte, der schwarz gearbeitet hat, weil er nicht arbeiten durfte. Aber er musste seine Familie irgendwie ernähren und das Geld war nicht genug. Und er wollte vor allem auch irgendwie arbeiten. Aber er durfte nicht, laut Deutschland. Also hat er halt eben schwarz gearbeitet. Okay? Es gibt super viele Gründe dafür, warum Leute, die herziehen und ihre Familien keinen Anschluss finden und nicht dieselben Chancen haben. Aber das ist das Ding halt. Es geht nicht um ihre Nationalität, sondern um ihre soziale Klasse. Es geht darum, wie du gesellschaftlich stehst. Es sind vor allem nicht nur Migranten, es geht auch um arme Leute, weil du musst viel mehr aufopfern. Es ist viel schwieriger, aus dieser Klasse Anita, auszubrechen. Daisuke. Super schwierig. Niemand sucht sich sein Geburtsland aus, also macht es keinen Sinn, auf diese stolz zu sein. Ja, finde ich ja. Ich weiß nicht, ich hatte nie dieses Gefühl so, wow, Deutschland. Also ich stimme der Aussage zu. Religion ist eine wichtige Voraussetzung, um als Mensch über Moral und Werte zu verfügen. Ah, nein, ist es nicht. Ich finde, eine Religion spiegelt, also je nachdem, welche Religion es ist, sie spiegelt wichtige Werte wider. Aber du musst ja irgendwo als Mensch auch von dir aus da anknüpfen. So, wenn du jetzt ein rein hasserfüllter Mensch bist, dann sagst du bei einer Religion ja nicht auf einmal so, oh ja, okay, ja, let's go. Also ich finde, du kannst auch ohne Religion Moral und Werte verfügen. Eine Religion ist sowas wie ein Leitfaden, um es ganz grob zu sagen, finde ich. Aber du kommst auch ohne den Leitfaden klar, wenn das einfach generell schon deine Werte sind. Die europäischen Nationalstaaten treten zivile Rechte an die EU ab. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich würde es überspringen, weil ich habe keine Ahnung. Es gibt keine zivilisierten und unzivilisierten Völker. Es gibt noch verschiedene Kulturen. Oh, ja, finde ich auch. Weil unzivilisiert wäre es ja, wenn es unentwickelt wäre. Also wenn es unterentwickelt oder nicht entwickelt wäre. Also wenn eine Kultur, die komplett frauenfeindlich oder generell menschenfeindlich und sonst was wäre, die wäre ja nur dann unzivilisiert, wenn sie aus dem Nichts entstanden wäre irgendwie. So, sie hat sich ja entwickelt. Und es ist halt eine eigene Kultur, die sich anders entwickelt hat. Aber sie ist nicht unterentwickelt oder irgendwie unzivilisiert. Sie hat sich nur anders entwickelt. Und unzivilisiert zu denen zu sagen, ist irgendwie... Es ist im praktischen Sinne falsch. Ich würde eher sagen, es gibt verschiedene Kulturen. Okay, Chat. Unsere Kultur ist anderen... Was? Was ist das? Ich brauche meine Bratkartoffeln am Mittag und mein Bier am Abend. Ich wüsste nicht mal, wieso. Es ist ein Nein. Internationale Sicherheit kann vor allem durch Diplomatie und Entwicklungshilfe gewährleistet werden, nicht durch militärische Maßnahmen. Ja, ich denke schon. Militärische Maßnahmen klingt jetzt eher so nach Offensive. Und ich denke generell, durch Angriff und Offensive kannst du sowas höchstens temporär beeinflussen. Also das ist jetzt nur meine Einschätzung, aber ich denke, sowas geht temporär. Generell eher weniger, finde ich. Durch Diplomatie, ja. Und durch militärische Maßnahmen nur temporär. Militärische Eingriffe im Ausland können manchmal gerechtfertigt sein. Also es kommt drauf an, keine Ahnung. Kommt drauf an, wofür, aber generell glaube ich, ich weiß nicht. Also es kann gerechtfertigt sein, finde ich. Deutschland sollte verstärkt in das Militär investieren. Nee, ich glaube, Deutschland hat gerade... Also vielleicht bekomme ich da politisch gerade nicht genug mit, aber ich glaube, Deutschland hat gerade andere Dinge, die es investieren sollte, als das Militär. Ich nehme einfach mal Nein, weil ich bekomme von den Medien nicht vermittelt, dass das jetzt unser Hauptding ist. Es ist in Ordnung, dass das Recht der Privatsphäre eingeschränkt wird, wenn die Strafverfolgung dadurch verbessert wird. Oh, das ist interessant. Okay, meine Meinung ist ja. Das Ding ist, im öffentlichen Raum interessiert es mich eh nicht. Also selbst wenn ich irgendwie an einem verbotenen Ort irgendwie, keine Ahnung, jetzt anfange, meinen Freund zu ficken oder so. So...
Ne, also es geht ja hier um Strafverfolgung. Wenn mich jetzt irgendjemand anzeigt oder so, okay? Ich habe nicht wirklich was zu verstecken, also habe ich auch nichts dagegen, wenn da jetzt irgendwie ein komischer Mensch reinguckt. Ich weiß nicht genau, was es ist. Es kommt drauf an, wie genau sie das mit Recht auf Privatsphäre meinen. Ich weiß nicht, ob sie dann zu Hause irgendwie dann alles abhören, was man macht mit jedem elektronischen Gerät. Das ist halt sehr vage formuliert. Es ist mir egal. Also ich habe kein Problem damit, wenn irgendein Polizist in der Vermittlung sieht, die hat aber Gleitgel bestellt, die König. Das ist mir voll egal. Hä, aber was interessiert mich das denn, wenn Kurier irgendwie guckt, was ich an Gleitgel bestelle? Hä? Je härter Kriminalität bestraft wird, desto besser. Hä? Keine Ahnung, kommt drauf an. So, ich denke halt ganz extrem direkt wieder an Todesstrafe oder so. Dann wäre es natürlich ein Nein, aber ich glaube, ja. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich überspringe die. Jeder Straftäter verdient die Chance auf Resozialisierung. Ja. 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 Nach seiner Strafe? Ja. Grenzen gehört, streng kontrolliert und Einwanderung muss mit hohen Auflagen verbunden sein. Keine Ahnung. Ich glaube, wir machen schon einen guten Job. Vielleicht. Ich weiß nicht. Bei dem würde ich überspringen. Abtreibung sollte in der Regel strafbar sein. Bruder, nein. Keine Frage. Für schulpflichtige Kinder strikte Anwesenheitspflicht in der Schule wichtig. I guess. Der Besitz von Marihuana für den persönlichen Gebrauch sollte legal sein. Alex, bist du für, der Besitz von Marihuana für den persönlichen Gebrauch sollte legal sein? Ja oder nein? Ja, wenn man es legalisiert, kann man das erstens versteuern und zweitens gibt es nicht mehr so viel gestreckten Scheiß und Leute verrecken dran. 420! Drogenseiten prinzipiell und außerdem so legalisiert wie... Oh! Ausnahmslos. Ich sehe die Gründe dafür und ich sehe die Gründe dagegen. Ich denke, ich wäre eher ausnahmslos dagegen. Der Eintritt in die staatliche Institution, wie zum Beispiel Museen, sollte immer kostenlos sein. Wenn etwas staatlich ist, sollte es ja staatlich finanziert sein. Das bedeutet, eigentlich sollte der Zutritt kostenlos sein. Homosexuelle Partnerschaften sollten der traditionellen Ehe in allen Belangen gleichgestellt sein. Ja. Ja, sie sollten gleichgestellt sein. Inflation zu begrenzen ist wichtiger als Arbeitslosigkeit zu begrenzen. Hä? Ich weiß nicht genau, wie das gemeint ist. Ich überspringe. Freiwilligkeit reicht nicht. Das Umweltrecht muss streng genug sein, um Unternehmen und Gesellschaft effektiv zum Umweltschutz zu zwingen. Klares Ja. Im Handel ist Protektionismus manchmal notwendig. Was ist Protektionismus? Ich meine, überspringen Sie. Ich will nichts Falsches sagen. Der Kommunismus ist in der Theorie eine gute Idee. Ah! Ah! Chat! Kommunismus! Kommunismus! Bitte cancelt mich nicht für das, was ich tun werde. Aber ich finde den Kommunismus selbst in der Theorie unrealistisch. Je freier der Markt, desto freier die Menschen. Das ist mir zu allgemein. Ich glaube nicht, nein. Das macht für mich keinen Sinn. Das erste Ziel von Unternehmen sollte der Profit sein. Ich bin zwiegespalten. Okay, ich mache ja, weil ohne Profit besteht das Unternehmen nicht. Der Staat sollte nicht an Unternehmen beteiligt sein dürfen. Oh! Ich sag nein. Ich weiß, ich verärgere gerade ganz viele Leute. Ein bedingungsloses Grundeinkommen wäre prinzipiell sinnvoll. An sich? Prinzipiell? Ja. Es ist für den Staat wichtiger, Wirtschaft und Gesellschaft durch Investitionen zu fördern, als schuldenfrei zu werden oder zu bleiben. Ich denke ja. Es sollte Maximalgrenzen für Gehälter, beispielsweise Management, geben. Oh, das ist eine schwierige Sache, finde ich. Oh! Wenn es Maximalgehälter bei Angestellten gibt, heißt das dann bei Selbstständigen zum Beispiel, gibt es keine Maximalgehälter? Wenn das wirklich generell gemeint ist, dann bin ich für Nein. Prinzipiell bin ich dagegen. Ich finde prinzipiell, auch wenn der Kapitalismus viele Problematiken mit sich bringt, ich bin dagegen, dass Leute eine Maximalgrenze haben, wie viel sie verdienen. Nein. Der Mindestlohn ist prinzipiell eine sinnvolle Einführung gewesen. Ja. Ja, aber er sollte eigentlich höher sein. Mindestlohn, finde ich, ist sinnvoll, aber nicht genug. Eine Vermögenssteuer ist ein faires Mittel zur Umverteilung. Ja, ja, finde ich gut. Auch wenn es mir nicht schmeckt, mehr abzugeben, vor allem, weil ich halt jemand bin, der gerade noch in einer Phase ist. Ich investiere sehr viel und das auch für Leidenschaftsprojekte.
auch wenn ich das nicht möchte, auch wenn ich kein Geld abgeben möchte, weil ich das lieber in meine Projekte investiere und whatever und ich hätte gerne mehr Geld dafür. Ja, 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 aber das ist ein Luxus und ich fände eine Vermögenssteuer fair. Vorletzte Frage. Strenge Umweltschutzgesetze kosten zu viele Arbeitsplätze und gefährden damit den sozialen Zusammenhalt. Okay, das ist ein dummer Take, weil Umweltschutz generell überhaupt die Menschheit gewährleistet. Das ist irgendwie so, ja, es kann Arbeitsplätze gefährden, aber nein, es rettet auch viele Arbeitsplätze, weil es halt die Welt rettet. Wenn die Umwelt am Arsch ist, sind auch die Menschen am Arsch und dann gibt es halt gar keine Arbeitsplätze mehr und auch keine Menschen mehr. Es ist irgendwie so weird. Neue Entwicklungen wie die Digitalisierung bringen von... Ja, sie bringen mehr Chancen. Chat, seid ihr bereit? Chat, was glaubt ihr, welche Partei rauskommt? Chat sagt grün. Okay, Chat sagt grün. Wir gucken mal zum Ergebnis. Meine Position ist grau. Hä? Wo ist denn meine Position? Oh, hier! Ah, da bin ich. Okay, also ich bin bei den Grünen anscheinend. Ich bin ganz weit weg von der FDP und der AfD. Okay, wow. Okay. Ich bin einfach bei der Grünen drin und ein bisschen in der SPD. Ich bin nicht autoritär. Ich bin nicht laizistisch. Ich bin nicht kapitalistisch, obwohl ich reich bin.